Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Online-Seminar der DWS Steuerberater Online GmbH zum Thema Debitoren-Kreditoren-Management. Mein Name ist Birgitta Dennerlein, ich bin Steuerberaterin und Wirtschaftsmediatorin und selbstständig tätig in Freiburg. Nun, das Debitoren-Kreditoren-Management ist das zentrale Mittel zur Steuerung der Liquidität im Unternehmen und führt auch in der Praxis immer mehr zu Nachfragen in Sachen Schulung. Deshalb stelle ich im ersten Schritt erstmal die Inhaltsübersicht dar. Ich beginne mit den Grundlagen, komme dann zu umsatzsteuerlichen Besonderheiten unter Punkt B. Das heißt, hier geht es also vor allen Dingen um den Vorsteuerabzug oder auch, was Sie im Zusammenhang mit 13b Umsatzsteuergesetz oder auch mit der Gelangungsbestätigung zu berücksichtigen haben. Schließlich folgt der Punkt C, die Besonderheiten bei der Bewertung von Forderungen. Also hier gehe ich auf zweifelhafte und uneinbringliche Forderungen auch ein, aber auch auf die Bewertung von Forderungen, die in fremder Währung umzurechnen sind. Ganz am Ende noch die Grundlagen zum offenen Postenmanagement. Hier gebe ich Ihnen Tipps, wie Sie die Forderungsrisiken vermindern können oder auch wie Sie ein Debitoren-Kreditoren-Management optimal gestalten können. Nun starte ich erstmal mit den Grundlagen. Punkt A, das untergliedere ich in die Debitoren und die Kreditoren und so starte ich mal mit den Debitoren. Das Debitoren-Management hat entsprechende positive Effekte, insbesondere dann, wenn es gut organisiert ist. Und die positiven Aspekte, die damit zu berücksichtigen sind, habe ich hier aufgeführt. Zum Beispiel können Sie durch ein optimiertes Debitorenmanagement Forderungsausfälle vermeiden. Warum? Denn Forderungsausfälle sind negativ, denn sie belasten das Ergebnis auf zweifache Art. Zum einen durch den Aufwand, das heißt die Ergebnisminderung und zum anderen natürlich durch das ausbleibende Geld. Wenn Sie Debitoren gut organisieren, dann können Sie die Liquiditätssituation verbessern, denn hohe Forderungsbestände belasten nun mal das Ergebnis. Je früher Sie zu Ihrem Geld kommen, desto liquider sind Sie und damit haben Sie natürlich eine andere Verhandlungsposition beim Wareneinkauf. Durch ein gutes organisiertes Debitorenmanagement erhöht sich natürlich auch die Eigenkapitalquote, denn es vermindert sich vergleichsweise durch früher gezahlte Forderungen die Bilanzsumme und damit erhöht sich auch die Eigenkapitalquote. Und schließlich haben Sie einen positiven Effekt auf die Kapitalbindung und die Rendite, denn hohe Forderungsbestände belasten das Ergebnis, erhöhen die Bilanzsumme und schmälern die Renditen. Nun, die Debitoren sind ja sogenannte Kunden und Kunden werden immer optimalerweise einzeln angelegt. So haben wir das Beispiel, wir haben hier den Debitor Müller, Meier und Schmidt und in der Summe wird das alles unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zusammengefasst. Nun, die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden in dem sogenannten Hauptbuch dargestellt, während die Debitoren eine sogenannte Nebenbuchhaltung darstellen. Andere Fachbegriffe hierfür sind auch Personenkonten oder auch Kontokorrentkonten. Der typische Buchungssatz ist immer Forderung an Erlöse an Umsatzsteuer. Und so haben wir hier das Beispiel. Wir haben eine Forderung in Höhe von 1.190. Das wird gebucht, Debitor Wagner, wird also in den Forderungen aus Lieferung und Leistung zusammengefasst, an das Erfolgskonto Umsätze und an das Konto Umsatzsteuer.